Das geht so nicht. Hier oben wollen sie auch schon wieder ran. Oh, komm. Obwohl eigentlich könnte man auch hier einen Tunnel durchbauen. Dann können mir das eigentlich egal sein, ob die hier, was die hier machen. Hier einen Tunnel durch. Und man könnte auch hier oben einen Tunnel durchbauen, aber ich finde, dass die schon ein bisschen eine breitere Stelle haben sollten. Achso, ja mal. Hä? Achso, du musst erst wieder erhöhen hier alles. Mit solchen langen Tunneln wäre es natürlich schön, wenn man jetzt, Signale in die Tunnel bohren könnte. So, dann können die einfach jetzt hier rüber lang und hier kaufe ich mir trotzdem mal das Land. Dass sie dann nicht auf dumme Ideen kommen, dann haben wir diesen Soundbug hier, zack, dass hier nichts kommt, aber jetzt haben die überhaupt Straßen dorthin? Ja, war bloß eine. Oh. Okay, na. Geben wir dem mal einen kleinen Fingerzeig, dass die jetzt hier hin können. Die können ja genauso gut auch einfach jetzt. Achso, die finden mich jetzt doof. Naja. Wenn ihr meint. Es hält mich aber nicht davon ab, euch trotzdem hier so eine kleine Straße schon mal als Fingerzeig zu bauen oder lang bauen könnt. Hier einen Tunnel durch, aber die Stadt findet mich jetzt hier blöd. Sehr schlecht. Achso, na gut, wir können ja maximal noch den Waldtrick ausprobieren. Ob der die Stimmung so ein bisschen verbessert. Ja, Gott. So, jetzt habt ihr da wieder neues Bauland erschlossen. Wehe, nutzt das nicht. Wehe, ihr nutzt das nicht. Was ist denn das für eine Kurve? Kann man die jetzt ein bisschen umbauen? Nee, aber hier, na gut, das geht ja so. Sieht doch blöd aus, das so zu machen, wenn es funktioniert. Wie sagt man so schön, wenn es funktioniert, ist es nicht dumm. Dass die Passagiere hier so eine lange Strecke haben, aber wir lassen es erstmal so. Vielleicht habt ihr auch einfach irgendwie Vorschlag oder andere Ideen, wo man die hinbringen kann. So sieht es hier unten aus. Achso, wenn wir die Gebäude einschalten. Der Umbau hier, der hat sich auch gelohnt. Oh, jetzt gehen die aber richtig hier rüber. Wahnsinn. Hier müsste man eigentlich das auch nochmal machen. Das Problem ist halt, hier bringt es nicht wirklich was, weil... Gut, hier kann man nicht viel machen eigentlich. Und wir haben eh schon angefangen, hier drüber zu bauen. Okay, lassen wir es erstmal so. Kimetani. Oh, guck mal, die wachsen auch schon. Oh. Die haben auch schon wieder drüber gebaut. Na gut, ist das halt so. Müssen wir bloß mal darauf achten, dass die dann jetzt nicht irgendwie... Aber hier habe ich abgesenkt. Können die dann da drüber bauen? Ah, nee, bereits auf Meereshöhe. Ja, dann habe ich nichts gesagt. So, was haben wir noch?
die haben auch, die nutzen das auch schon hier gut, sehr schön. Die kriegen ja plötzlich übelst einen Wachstumsschub, die Städte. Na gut, die hier nicht wirklich, so wie das aussieht. Die sind immer so ein bisschen abseits vom Schuss. Och, hier sind wieder so viele Holz. Na gut, das Sägewerk ist gleich hier. Nee, Moment, wo das Sägewerk? Hier unten. Die bauen auch schon wieder ihre Bahnübergänge hier drüber. Ey, oh, muss das sein? Na gut, solange da keine... keine LKWs drüber fahren, ist das ja erstmal unkritisch. Aber wenn die dann anfangen, dort mit Trucks drüber zu bügeln... Warum ist es viel Wald? Ja, das Problem ist, dass dann die Züge, die müssten irgendwie... Na gut, die könnten eigentlich hier drauf fahren und einfach hier drüber, eine Verbindungsstrecke hier rüber. Das könnte funktionieren. Dann machen wir es einfach mal. Geben uns noch ein bisschen mit Holz die Kante. Jetzt ist sozusagen der japanische Regenwald jetzt hier mal so ein bisschen abgeholzt. Das ist natürlich praktisch, dass ich gleich hier mal eine Brücke drüber bauen kann. Über die Diagonale, sowas ist immer gut. Das ist schlecht. Nee, wenn dann so hier. Ja, das haben wir zur Kenntnis genommen, den Umsatz. Da ist natürlich wieder minimal ein Stahlwerk im Weg, aber es macht nichts, wenn ich einmal hier hochbaue. Da ist jetzt aber so ein Funkturm im Weg. Das heißt, die treffen sich einfach jetzt mal irgendwo auf der Mitte. Warum haben wir eigentlich hier solche Signale gebaut? Weiß das jemand? Hat hier gerade einen Zug lang, dass es einen Crash gibt? Ah, der wartet. Haben wir wirklich die ganze Strecke hier die Signale gebaut? Was hat uns denn hier geritten? Oh. Hier ist auch wieder so einer. Wo fängt denn das an, das Elend hier? Wahnsinn. Ohne Worte, sage ich da traditionell. Ja, und ich gehe einfach hier rüber weg, damit ich hier nicht noch irgendwie hoch und runter nochmal bauen muss. Einfach so, ja. Das ist nicht unser Wald. Unser Wald. Das ist auch nicht unser Eisenerz. Kann das einfach vielleicht mal da bleiben? Das Streckenbaumenü. Hier würde ich einfach wieder diese Brücken hier nutzen, die wir dort eh schon gebaut haben. Wenn die da eh schon rumstehen. So. Schon haben wir hier die sogenannte, na gut, es ist die Frage,
Na gut, die müssen ja, da, die müssen, das reicht ja bloß, wenn die hier rüberkommen, die müssen ja jetzt nicht hier rumfahren aus der anderen Richtung, oder muss man das als Dreieck ausfinden oder reicht das rüber? Das haben die, das reicht meiner Meinung nach. Es geht ja eh bloß darum, dass die mit dem Holz hier rüberfahren können. Genau, da reicht das. Oh, wir sind gleich im Jahr 2100. Da reicht das. So, machen wir hier mal gleich mal schließt ein Sägewerk direkt an der vielbefahrenen Strecke. Da ist natürlich auch nicht verkehrt. 4x4 Länge, haben wir hier so hingerotzt. Zack. Da müssen wir wirklich mal langsam um das Thema Öl kümmern. Würde ich mal sagen. Hier gibt es auch noch, na gut, die Kohle ist ja überschaubar. Zwei, gut, hier gibt es auch Eisenerz. Hier können wir im Prinzip fast alles mitnehmen, aber ich will mich jetzt erstmal auf das Thema Holz konzentrieren. Na gut, hier gibt es auch einen Bauernhof. Das weiß ich nicht, ob das lohnt. Was ist denn hier unten? Oh, hier bauen sie eins neu, auch wirklich mal, wie das aussieht. Schön die Kräne dort, die dort irgendwelche Stahlteile hochhieven. Vor allem haben die Kranwagen vor allem noch solche Blinklichter vorne. Ja, ihr seht das vielleicht? Cool. Ja, natürlich cool, wenn die noch irgendeine Animation haben, dass die das dann so langsam hochbauen. Und nicht immer so schrittweise. Aber gut, das ist in Ordnung so, würde ich auch mal sagen. So, hier haben wir viel, viel Holz. Dann fangen wir mal hier an. Das wird sich wieder so ein bisschen dauern, bis wir das hier in Betrieb nehmen. Bis wir da alles Depot falsch gebaut hatten, glaube ich, auch lange nicht mehr. Ich nehme mal diesen Logging-Truck hier. Na gut, auf dieser kurzen Strecke. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Nämlich nur Holz, da kann